schön. Sehr gut. So, jetzt rollen wir die Kette doch mal von hinten auf, ja? Ich habe ein Sandwich. Ich gebe das Sandwich dem geilen Typen hier. Da, nimm's. Schau mal, Herr König. Ching. Ich habe hier ein großes Sandwich für Sie. Das ist nett gemeint, Wilbur, aber das Sandwich reicht nicht ansatzweise Boah. Für uns alle. Es müsste viel, viel größer sein. Wie groß? So einen Menschenfuß lang. Aber so lang ist es doch. Oder... Huh. Ah. Der Trank lässt alles... Moment. Schade. Okay. Schau mal, Herr... Ich habe hier... Das ist nett gemeint. Wie groß? So... Aber so lang... Okay, ich muss irgendwie das Sandwich noch vergrößern. Auf magische Art und Weise, schätze ich mal. Ich frage ihn einfach, kann man Sandwich vergrößern? Hex und so. Markus? Ja. Ach, ne. Ich gehe dann klar. Okay. Hallo, Herr Krämer. Ah, der Söldner. Hast du die Ratte endlich erledigt? Ich denke, ich wird auch Zeit. Ich möchte etwas denn. Ja. Ich will doch. Was für ein Scheiß. Ich muss Was ist denn für ein Scheiß? Hä? Ist vielleicht in der Kochnische? Nein, ne? Nein? Gut. Dann halt nichts. Das müsste größer sein, wenn es nicht eigentlich Natzen oder was? Der Vergrößerung. Guck mal, ich das irgendwo nur mit kombinieren kann, Mann. Das ist ja, wenn ich mit ihm jetzt rede. Schildträger nicht sonderlich. Ich bin ganz froh, dass ich nichts zu fragen habe. Achso. Überfragt, ja. Ja gut. Wundert mich jetzt meistens nicht sonderlich. Ich frag mich halt ernsthaft. Hier muss man dann auch irgendwas machen können. Der Vergrößerungseffekt hält... Ich kann jetzt... Und sag mir fest, man kann das Brot mit nichts kombinieren. Man kann, und das können wir mal gerade ausprobieren. Ihm kann ich das Brot nicht geben. Er hat auch keine neuen Sprachoptionen. Er hat keine neuen Sprachoptionen. Man kann das Brot nirgendwo hinbacken. Okay. Dann gibt es noch ein. Es ist halt, momentan ist es wieder so ein bisschen die Tatsache, dass es nicht mal ganz so viele Varianten eigentlich gibt, so. Ja, vielleicht kann ich ihn ja fragen. Vielleicht weiß er ja irgendwie was Neues oder so. Er kann mir zur Zeit... Oder auch nicht. Obviously not. Sumpf des... Warum muss das Riesensandwich denn noch größer sein? Ist das irgendwie behindert oder so? Vielleicht nur, wenn ich das vorstelle. Also schön. Ach ne, Moment. Vielleicht, weil ich geschrumpft bin, weißt du? Ja, genau, deswegen schiebe ich das. Essen für die Ratten werden. Schiebe ich einfach so da rein. Und dann ist es groß, weißt du? Dann wird das nicht mitgeschrumpft in meinem Inventar. Wilbur, kommt das Ding von dir? Allerdings. Haha! Es hat beinahe den kleinen Tim zerquetscht. Das tut mir leid. Ups. Ach was, das ist großartig. An diesem Sandwich können wir uns alle satt essen und endlich dieses Loch verlassen. Jetzt habe ich gerade voll Hunger. Oh mein Gott. Aber wir gehen nicht, bevor du nicht zum Diplom-Magier geworden bist. Wir werden dir helfen.
Sprich mich einfach an, wenn wir dir etwas in der Kanalisation suchen sollen. Danke, das werde ich. Das könnte noch nützlich sein. Hier hast du meine Maske. Ich werde mich dem Krämer nicht mehr zeigen. Du kannst also behaupten, du hättest mich besiegt. Viel Glück damit. Danke. Ja, hat die Maske doch immer noch auf. Fuck. Herr König? Kann ich dir... Könntet ihr Ratten etwas für mich in der... Klar, was brauchst du? Ja. Brauchst du einen Zauberstab? Schnittmuster? Jungs. Ein Zauberstab? Man kann ja mal fragen, ne? Zufällig, oder? Vielleicht schon. Über die Jahre sind viele Zauberer in die Kanalisation gekommen. Einige haben sie nie mehr verlassen. Würden Sie nach einem Stab für mich suchen? Klar. Falls wir etwas gefunden haben, hängen wir die weiße Fahne vor den Eingang der Kanalisation und legen den Stab dort ab. In Ordnung? Großartig, danke. Okay. Was dann? Ein Schnittmuster? Ich muss eine Magierrobe schneidern. Können Sie vielleicht ein Schnittmuster besorgen? Ein Schnittmuster für eine Magierrobe in Gnomgröße. Keine leichte Aufgabe. Aber im Osten der Stadt gab es früher eine große Schneiderei. Dort konnten auch junge Magiernovizen Roben bekommen. Ich schicke einige Ratten dorthin. Das wäre nett. Vielleicht lässt sich etwas finden. Nochmal etwas anderes. Machen Sie es gut, Herr König. Nochmal etwas anderes. Machen Sie es gut. Okay, cool. Jetzt kann ich auf jeden Fall erstmal die Maske dem Typen geben. Interessant. Schauen Sie einmal, was ich hier habe. Eine Maske. Die Maske des Königs der Diebe. Ich habe es doch immer gesagt. Wenn man will, dass etwas gemacht wird, dann muss man es selbst machen. Ja. Du hast recht. Kann ich mir nun etwas von Ihren Sachen aussuchen? Ja, ja. Abgemacht ist abgemacht. Du kannst dir zwei Dinge aussuchen. Ist es nicht drei? Wir hatten drei abgemacht. Das glaube ich nicht. Ich weiß es mal ganz genau. Du bringst mir die Maske des Königs der Diebe und kannst dir dafür zwei Dinge aussuchen. Aber nichts von den teuren Sachen. Aber nichts von den teuren Sachen. Du hast es dir verdient, mein Junge. Ja. So gut. Hallo, Herr Krämer. Ah, der Rattentöter. Was willst du? Kann ich mir jetzt mein Zeug aussuchen? Ich möchte meine Belohnung abholen. Ich hätte gerne fallen magiegewirkten Stoff als Belohnung für meinen epischen Kampf gegen den König der Diebe. Epischen Kampf, ja. Ja, der Ballen ist ziemlich wertvoll. Meinen Sie, ich habe die Maske geschenkt bekommen? Ich habe mir den Ballen verdient. Oh Leute, wie grumpy er gerade wieder kommt. Na gut, hier. Ich komme nochmal wieder wegen meiner Belohnung. Lass dir ruhig Zeit. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Ich weiß wahrscheinlich einfach noch nicht. Okay, kann ich wieder nicht machen. Das scheint einfach noch nicht, was ich noch gerne haben möchte. Die Frage ist halt jetzt. Wir swappen nochmal Bildschirme, vielleicht hat er was gefunden. Hat er in der Tat. Die weiße Fahne. Der König der Diebe hat etwas für mich. Halten das Loch. Mal sehen, da ist ein Stück Papier drin. Papier? Der gute König der Diebe. Das ist ein Schnittmuster für eine Menschenkindermagierrobe. Die dürfte passen. Naja, am Bauch mache ich sie vielleicht etwas weiter. Dann wollen wir mal. Achso. Ich kann die jetzt mehr zusammenschneiden, ne? Tada! Und Opa sagt, Handarbeiten wäre nur was für Mädchen. Sieht gleich mal so schlecht aus, finde ich. Greifen das Loch. Ich kann ja noch ins Loch greifen. Mal sehen. Da ist noch was? Etwas. Es ist lang, dünn und sexy. Ein Zauberstab. Aber das alleine bringt ja noch nicht viel. Ah, was Sache. Es geht. Das ist er. Das ist mein Stab. Von wegen keine Magie in mir. Nice. Ja, das wiederum heißt dann jetzt immer, dass ich Zauberlehrling werden kann, ne? Ab dafür! Meister Markus? Wilbur, was trägst du denn da? Schick, oder?
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, da steht ein kleiner Magier vor mir. Oho, der feine Herr. Was kann ich für dich tun? Ich habe einen Zauberstab. Ich habe einen Zauberstab gefunden. Toll. Aber wie ich schon sagte, man kann nicht einfach irgendeinen Stab nehmen. Man muss. Er hat rote Funken versprüht. Tatsächlich? Mhm. Aha. Das ist unerwartet. Herzlichen Glückwunsch. Tada. Danke. Damit habe ich meine Aufnahmebedingungen erfüllt, oder? Ich habe die Robe, den Zauberstab und einen Haufen Gold. Na, dann ab dafür. Yes, Rätsel gelöst. Ich muss zugeben, ich hätte nicht damit gerechnet. Gut gemacht. Danke sehr. Danke, und du bist sicher, dass du das Gold riskieren willst? Ja, ist doch schon weg, mein Gott. Natürlich. Es ist gut angelegt. Na, wenn du meinst. Damit bist du nun offiziell mein Zauberlehrling. Der einzige und seit langer Zeit erste Schüler in Meister Markus magischer Magierschule. Yes! Wow! Ui. Und was muss ich tun, um ein Magierdiplom zu bekommen? Du musst die drei Prüfungen bestehen. Die drei Prüfungen. Was muss ich alles tun, um Magier zu werden? Was für Prüfungen muss ich bestehen? Nun, das ist einfach. Drei Prüfungen in beliebiger Reihenfolge, erfolgreich hier vor mir abgelegt und du erhältst dein Magierdiplom. Okay, lass mich mal. Einen musst du einen magischen Trank brauen. Kräuter, Tränke und Tinkturen sind ein wichtiger Zweig der Magie. Als nächstes musst du ein mächtiges, magisches Artefakt in deinen Besitz bringen. Es ist wichtig, kostbare magische Gegenstände zu besitzen. Es unterscheidet uns Magier vom gemeinen Volk. Und sie können sehr nützlich sein. Und selbstverständlich musst du hier zumindest einen Zauber vorführen. Ganz egal was. Vielleicht etwas mit Schafen? Das klingt nicht gerade nach einem Nachmittagsspaziergang. Das Gold gibt es nicht zurück. Ich habe dich vorher gewarnt. Ich werde es schon schaffen. Keine Sorge. Gold gibt es nicht zurück. Braun. Also. Ich würde gern den magischen Trank brauen. Wie geht das? Das ist im Prinzip wie Kochen. Du musst die Zutaten besorgen und dann alles in dem großen Kessel dort zusammenrühren. Das ist alles? Im Prinzip schon. Nur, dass dir deine Gemüsesuppe nicht um die Ohren fliegt, wenn du in die falsche Richtung rührst. Oder eine Zutat wenige Sekunden zu spät hinzugibst. Du kannst alle Zutaten hier aus der Schule verwenden. Einiges wirst du aber selbst suchen müssen. Boah, ja. Okay. Welchen Trank würden Sie denn empfehlen für Anfänger? Keine Ahnung. Einen potenziell nicht tödlichen würde ich vorschlagen. Vielleicht ein Heiltrank oder ein Mana-Trank? Ich bitte dich, das sind doch keine echten Zaubertränke. Die werden heutzutage in 159 Liter Fässern industriell abgefüllt. Nein, es muss schon etwas schwieriger sein. Schau ruhig im Bücherregal nach. Dort stehen Rezepte. Okay. Was genau meinen Sie mit magisches Artefakt? Und wo soll ich eins herbekommen? Das ist ja gerade der Witz an der Aufgabe. Magische Artefakte sind extrem selten. Je mächtiger sie sind, desto schwieriger sind sie zu finden. Und wie mächtig muss es sein? So genau kann man das nicht sagen. Du zeigst mir ein Artefakt und ich bewerte, ob es mächtig genug ist. Nur bei außergewöhnlich mächtigen Stücken kannst du dir sicher sein. Millionen von Magiern sind seit Generationen auf der Jagd nach solchen Stücken. Und wenn man erst einmal solch ein Artefakt hat, dann gibt man es nicht mehr her. Es gibt sogar eine Geschichte, dass der berühmte Magier Balthasar der Brüchige sein mächtigstes Artefakt mit in den Tod genommen hat, damit kein anderer Magier es in die Finger bekommt. So, ne? Mit in den Tod genommen? Wie soll das gehen? So genau weiß das niemand. Aber der Spiegel dort drüben hat damit zu tun. Er gehörte Balthasar. Und irgendwie hat er es geschafft, sein Artefakt mit auf die andere Seite zu nehmen. Das heißt, hinter dem Spiegel befindet sich ein mächtiges, magisches Artefakt? So heißt es jedenfalls. Und das Artefakt wäre so mächtig, dass ich die Prüfung auf jeden Fall bestanden hätte? Darauf kannst du Gift nehmen. Na gut, dann hole ich es. Viel Erfolg dabei. Das ist ein Geisterspiegel. Nur Geister können ihn durchqueren. Hm.
Gibt es vielleicht einen einfachen Weg, ein Geist zu werden? Wenn sie Trank brauchen. Du musst sterben. Oh. Wenn du dich für das Thema interessierst, solltest du mal im Sumpf des Todes vorbeischauen. Dort lebt jemand, der dir sicherlich weiterhelfen kann. Boah. Der Sumpf des Todes? Hm. Ja, der ist hier auf meiner Landkarte. Boah. Also ich dachte, wir wären so am Ende des Kapitels, aber mittlerweile... Mehr oder weniger, weißt du, diese ganzen Ketten, die wild verstreut waren, haben sich jetzt alle wieder so zusammengeführt auf ein einziges Ziel. Und jetzt sind sie wieder pam explodiert gerade. Oh mein Gott. Ich kann schon zaubern. Ich habe diese roten Funken mit meinem Zauberstab gemacht. Ich bitte dich. Das ist doch keine Magie. Nein. Du musst einen echten Zauber vorführen. Etwas verschwinden lassen oder verwandeln. Irgendetwas in der Art. Cool. Die besten Novizen verwandeln traditionell jemanden in ein Schaf. In ein Schaf? Warum das? Schafe sind die Glückstiere unseres Ordens. Sie sind flauschig, sie sind warm. Hast du etwas gegen Schafe? Nein, ich weiß nur nicht, wie so etwas geht. Natürlich nicht. Es erfordert jahrelange Übung. Jahrelange Übung? Ich habe keine Jahre. Ich brauche das Diplom sofort. Selbst einfachere Zauber, Levitation oder dergleichen, brauchen viel Übung. Immer vorausgesetzt, in dir steckt überhaupt genug Magie. Ich muss einen Spruch finden, den ich heute noch lernen kann. So etwas gibt es nicht. Zumindest nicht bei mir. Bei mir kannst du in den nächsten Monaten deine ersten Sprüche lernen. Für alles andere musst du dich woanders umsehen. Okay. Ich muss weiter lernen. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Auf Wiedersehen, kleiner Schüler. Boah. Suchen wir uns doch mal ein Rezept raus. Rezeptbuch. Theorie der magischen Verteidigung. Runenübersetzung für Fortgeschrittene. Ah, hier. Zaubertränke und Zauberbräue. Es ist eine Mappe mit vielen losen Blättern. Auf den meisten stehen mit der Hand geschriebene Rezepte. Einige sind aber auch aus Zeitschriften ausgeschnitten. Wie so ein Kochbuch von einer Hausfrau, die sich Rezepte sammelt. Das sieht nicht schlecht aus. Das Stärkungselixier. Schritt für Schritt die Anleitung für Anfänger. Stärkungselixiere sorgen für übermenschliche Stärke und steigern das Selbstbewusstsein. Das nehme ich. Cool. Frage ist nur, was ich dafür brauche. Die Zutaten und die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man den Trank mixen soll. Rote Schweißachserlen, Geisterpilze, Hirschkäfer, Geweihpulver, Pfefferminze, Schimmelschleimextrakt. Ja, so ist er mal schon. Also, Extrakt nicht wirklich, aber Knochenwürmer, asthmatische Speckmaden, eine Kristallfiole. Ich mich als erstes um die Zutaten. Oh mein Gott. Da steht jetzt. Da steht auch noch so viel drauf. Auf einigen der Gefäße kleben kleine Zettel, an anderen nicht. Hoffentlich finde ich die meisten der benötigten Zutaten hier und muss sie nicht draußen suchen. Okay. So, das kann natürlich gut sein, ne? Pfefferminze. Hey, das brauche ich für meinen Trank. Pfefferminze, das ist gut. Nicht mehr ganz frisch. Aber sie müssen reichen. Okay, was haben wir noch? Eine Presse aus Holz. Damit kann man Früchte oder ähnliches auspressen und erhält Saft oder Extrakt. Okay, versuchen wir doch mal den Schleim zu pressen. Ich fülle den frischen Schimmelschleim in die Presse. Dann kriegen wir Extrakt. Kannst du es wieder nehmen? Wie auch immer man Schleim auspresst, aber gut. Lecker. Schimmelschleimextrakt. Geil. Sieht genauso aus wie der Schimmelschleim. Oh, okay. Was haben wir noch? Kann das Bücherregal nochmal betrachten. Was haben wir da? Ich würde mich ja gerne hier hinsetzen und den ganzen Tag Bücher studieren. Ja. Aber leider fehlt mir dafür die Zeit. Für mich heißt es wohl Learning by Doing. So sieht's aus. Was haben wir da noch? Nimm Fiole. Ich brauche nur einen Trank, also nehme ich auch nur eine Fiole mit. Ja, macht Sinn. Fiole haben wir gefunden. Was haben wir da? Kleines Kästchen? Auf diesem Kästchen steht nichts. Das ist bedauerlich. Da drin liegen dicke, weiße Maden.
Und habe ich das hier auch gebraucht? Müssen asthmatische Speckmaden sein. Natürlich. Ich nehme sie mit. Was auch sonst? Weil Maden. Boah, Alter, ist das eklig. Weil Maden sehen ja nicht alle gleich. Ach komm, das wird sogar abgehakt. Das ist natürlich ganz cool. Was haben wir denn hier noch so? Sag mir nicht, das war schon. Und was fehlt uns noch? Hirschkäfergeweih, Knochenwürmer. Das ist ja interessant. Also nicht wirklich, aber. Was sind denn Knochenwürmer? Geisterpilze. Also ich schätze mal, man wird irgendwie in diese Geisterwelt auch irgendwann reinkommen. Und da wird man auch noch Zeug herbekommen. Innen klebt ein dicker schwarzer Belag am Metall. Vermutlich wurde er schon lange nicht mehr gereinigt. Okay. Oh, währenddessen. Meanwhile. Du hast mich rufen lassen, Mutter? Ein Buch. Der Aufbewahrungsort steht in einem Buch. Huh. Es ist verloren. Die verfluchte Elfe wird es haben. Das ist die Stimme von Whoopi Goldberg. Ein Ring wurde zum Erzmagier geschickt. Die ist halt total kribbelig, weil da irgendwelche komischen Computer-Dinge sie drüber gelegt sind. Meine Spione sagen, er ist schon in der Stadt. Aber er wurde noch nicht zum Erzmagier vorgelassen. Wir müssen ihn aufhalten. Bevor der Alte etwas davon erfährt. Ach, das ist die Stimme. Das ist voll geil. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Der Gnom wird den Erzmagier nie erreichen, aber ich brauche deine Hilfe, Mutter. Zur gleichen Zeit in Seefels. So. Jetzt bin ich wieder dran. Ich glaube aber, dass ich jetzt hier für heute Schluss mache, weil ich habe schon relativ lange jetzt wieder das Spiel gespielt. Das Spiel ist unheimlich geil. Nach der letzten Session war ich mir nicht ganz so sicher, ob ich das Spiel so geil finde, aber mittlerweile bin ich fest davon überzeugt, dass das Spiel geil ist. Ja. Und wir werden, beim nächsten Mal werden wir das ganze Zeug hier auf dieser, Liste sammeln. Wir werden, zaubern, wir werden alles gleichzeitig machen. Aber das beim nächsten Mal. Und deswegen bis morgen und noch einen wunderschönen Abend. Und tschüss, ciao. Tschüss, ciao, ciao, ciao. Arrivederci und so. Tschüss.